Herzlich willkommen zu Teil 1 eines zweiteiligen Videos, bei dem Yoshi Crawler und ich in Spanien eine kleine Tour gemacht haben mit unseren beiden Crawlern. Der Weg ist gesäumt von vielen Steinwänden und schönen Felsformationen, an denen man sich immer wieder an anderen Linien probieren kann. Und ja, Yoshi und ich hatten mal wieder unsere tollen Sicherheitsschuhe an. Aber was soll man sagen? No risk, no fun. Ich selber nenne sie ja nigerianische Sicherheitsschuhe. Wer mich kennt, weiß warum. Einmal die Kamera in die andere Hand nehmen, sonst verliere ich irgendwann die Kontrolle übers Auto. In manchen Situationen ist der Defender halt schon irgendwo ein Tier, so wie der aufgerüstet ist mit dem ganzen Gewicht unten drin. Kommt er schon an einigen Stellen hoch, wo manche ihre Probleme haben. Die Perspektive täuscht etwas, die Stelle hatte schon ein gutes Gefälle. Hier wieder ein Fels mit einer ziemlich moderaten Steigung, an der man sich gut probieren konnte und natürlich auch scheitern kann. Auch Yoshi hat es dann schlussendlich gepackt. Was soll ich sagen? Einfach alles ohne Diffs. Ab hier ging es dann auf die Steinmauern. Das war wieder eine ganz andere Welt.
schön zu sehen, wie das Fahrwerk an dem Defender arbeitet, um die ganzen Unebenheiten auszubilden. Und dann muss natürlich die Hand Gottes eingreifen. Wunderbar sehen, wie das Fahrwerk von dem Bronco arbeitet. So, und jetzt kommen wir an eine knifflige Stelle. Ich weiß nicht, ob das so gut geht, wenn ich das so sehe. Das wird eng. Und? Was passiert? Ja, er setzt nochmal zurück und da liegt er auf der Seite. Die unterschiedliche Anordnung der Steine macht das Fahren auf den Mauern extrem anspruchsvoll. Oftmals gibt es nur eine Linie, wenn überhaupt mal eine vorhanden ist. Nach dieser kniffligen Stelle ging es ein bisschen einfacher weiter, wie man sehen kann. Und hier jetzt eine kleine Nahaufnahme von vorne. Hier sieht man auch wieder wunderbar, wie das Fahrwerk arbeitet und wie der Defender sich durch die Steine wühlt. Oftmals sind die Stoßstangen an dem Defender doch ein bisschen hinderlich, wie ich das so sehe. Das war Teil 1 des Zweiteilers. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zusehen. Abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um über neue Inhalte informiert zu werden. Danke fürs Zuschauen.